Hier zu sehen ist der Aufbau vom Zuckerrübenreaktor. Und nun zeige ich euch die dazu gehörenden Chromatogramme. Und zwar sehen wir hier das Zuckerrübengas, einmal ein sehr auffälliger großer Peak, und dann sieht man hier unten noch, da wo die Maus ist, auch nochmal eine Bewegung im Chromatogramm, die aber nicht so eindeutig zu erkennen ist. Und jetzt denkt man natürlich erstmal an Biogas und was entsteht da meist so? Ja, Methan. Also versuchen wir es mal und spritzen als Vergleich mal das Reingas Methan dazu. Aber man sieht schon, das war es wohl nicht. Der Peak liegt ganz woanders. Damit ist es auszuschließen, dass das Zuckerrübengas Methan ist. Und nun versuchen wir es mit weiteren Vergleichsstoffen. Und dann nehmen wir mal Wasserstoff, spritzen das da rein, 40%ig, sieht schon relativ gut aus, die Peaks decken sich fast, ist aber noch nicht genug. Versuchen wir mal Wasserstoff 50%ig, war schon ein bisschen viel, aber es ist schon an unserem Zuckerrübengas sehr nah dran. Was jetzt noch zu klären ist, ist diese Unebenheit hier unten, was da wohl drin ist. Und dafür vergrößern wir die einmal. Hier haben wir dann das, was daraus entsteht. Und zufälligerweise haben wir, wenn wir Kohlenstoffdioxid 30%ig dazugeben, einen ähnlichen Verlauf. Also wird wohl auch Kohlenstoffdioxid dabei entstanden sein. Dieser verhindert es allerdings nicht, dass das aus dem Zuckerrübenversuch entstandene Gas die Brennstoffzelle antreiben kann. Manche Leute könnten einwenden, hier sind ja eigentlich drei Peaks. Zwar hier, der nach oben, der nach unten und wieder einer nach oben. Aber das ist eigentlich nur ein Peak. Der Wärmeleitfähigkeitsdetektor meint da nur noch was zu erkennen, da die Wärmeleitfähigkeit von Stickstoff und Kohlenstoffdioxid nicht additiv sind.